Dies ist eine erfundene Geschichte. Jegliche Ähnlichkeiten und so weiter. Frei erfunden und so. Ach ja, schöne Musik für ein neues, schönes Weekend-Game. Denn wir spielen Shangui. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein chinesisches Gelegenheitsspiel. Und ja, ich ruckel total und das nervt mich total. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe eigentlich gehofft, dass das hier super flüssig läuft, weil das ja nur eine Bildergeschichte sozusagen ist, in der ich noch nicht weiß, was wir tun können. Aber es ist halt so ein kleines Anime-Abenteuerspiel. Es ist kein Dating-Anime-Spiel. Es ist eher so eine kleine Adventure-Geschichte, die auf uns zukommt. Ich spiele es aber blind, ich habe keine Ahnung. Und wenn ich jetzt hier aber in den Einstellungen vom Fenster oder Skalierung irgendwas versucht habe zu ändern, also es gibt entweder nur einen Fenstermodus, dann sehe ich ja selber auch alles klein und das finde ich auch doof beim Spielen. Oder halt, also ich groß spiele und dann sieht es so aus. Aber es hat auch in klein nicht weniger geruckelt. Also keine Ahnung, wie Magenta Factory, der ja der Entwickler ist und Publisher ist, Yukai mal nebenbei, wie die das Spiel jetzt entwickelt haben, mit welcher Programmierung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rucke ich seltsamerweise und wir werden es wohl leider in Kauf nehmen müssen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ab wie vielen Jahren das Spiel ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Parts es enthalten wird. Es ist nicht sehr lang. Es ist halt ein kleines Indie-Spiel, wie ich ja so meistens nehme für die Weekend-Games. Und was habe ich noch vergessen? Ach ja, und das kam erst 2014. Also September kam das erst raus. Ist also noch relativ frisch, das Spiel. Habe ich jetzt alles gedacht? Ich glaube schon. Handlungstechnisch weiß ich nur von der Kurzbeschreibung, dass es ein Mädchen ist, die ein anderes Mädchen in den Bergen irgendwie trifft und sich wahrscheinlich von der irgendwie beflügeln lässt oder irgendwie von der was beibringen lässt. Ich weiß es nicht genau. Es ist jetzt keine Liebesgeschichte oder so. Aber ich bin mal gespannt, in was für eine Art Story das gehen wird und finde es toll, dass ich mal eigentlich so ein wieder ein anderes Indie-Spiel auf meinem Kanal. Mal was ganz anderes. Was Chinesisches hatten wir auch noch nicht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Mal gucken, was da so auf uns zukommt. Wir beginnen mal ein neues Spiel. Ich denke oft an meine Kindheit zurück, besonders an meine Familie. Muss ich jetzt immer weiter dingsen? Ach, ich kann einfach reinklingen. Wir waren eine große Familie. Unser Leben war voller Freude und Harmonie. Ob Onkel oder Großeltern, die Stimmung war immer fröhlich. In diesen sorgenfreien Zeiten dachte ich oft, wenn mein Leben doch nur ewig so weitergehen könnte. Wir unternahmen oft Familienausflüge in die Berge. Immer begleiteten uns warme Worte und glückliches Lachen auf unseren Reisen. Ich dachte, wenn es doch nur ewig so weitergehen könnte. Damals hielt ich mich für ein sehr pessimistisches Kind. Das wahre Leben überzeugte mich später jedoch davon, dass ich wahrscheinlich eher zu optimistisch gewesen war. Ah, das sieht ja schon wieder voll schön aus. Das Silent Hill Kontrastprogramm. Es war das Ende des Sommers und die Luft war von einem angenehmen Duft erfüllt. Zu dieser Jahreszeit war in den Bergen unentwegt das ohrenbetäubende Summen der Zikaden zu hören. Einen wirklich ruhigen Nachmittag gibt es eben nicht. Ah, Han Hui spielen wir, das ist das Mädchen. Uff. Seufzend traf ich eine Entscheidung. Mühsam rappelte ich mich auf, um aus dem Schatten treten zu können. Ich schaffte es nicht. Die hat aber Möpse. Der Tau auf den Gräsern begann in der Hitze der Sommersonne zu verdunsten. Warum müssen die immer so mit so großen Möpsen zeigen, die Anime-Mädels? Der Schatten der imposanten Platanen endete genau am Rand der Wiese, als ob er die Hitze ebenso fürchtete. Ich hätte mehr Wasser mitnehmen sollen. Wie oft habe ich das heute schon gesagt? Ich hatte die Hoffnung, mich durch ständiges Beschweren von der unerträglichen Hitze ablenken zu können. Unglücklicherweise führte es nur dazu, dass sich meine Laune weiter verschlechterte. Und sie seufzten wieder. Mit einem weiteren Seufzer richtete ich mich auf und sah mich um. Ich hoffte, einen Grund zu finden, diesem grässlichen Sonnenlicht zu trotzen. Der Rucksack auf meinem Rücken wog gefühlt 1000 Kilo. Er war mit allen möglichen persönlichen Sachen vollgestopft, als wäre er nicht ohnehin schon schwer genug. Das Gewicht auf meinen Schultern wurde unerträglich.
Der Schweiß auf meinem Rücken verdunstete fast augenblicklich, als ich den Rucksack abschnallte. Als ich ihn in die Hand nahm, spürte ich einen stechenden Schmerz in meinen Schultern. Oh, mein Rücken, als hätte man mit einer Heckenschere hinten reingestochen. Der Schweiß auf meinem Rücken verdunstete fast augenblicklich, als ich den Rucksack abschnallte. Als ich ihn in die Hand nahm, spürte ich einen stechenden Schmerz in meinen Schultern. Hatte ihn wohl schon. Schließlich wurde der Rucksack zu schwer und ich warf ihn vor meine Füße. Ich hätte nicht so viel mitnehmen sollen. Mit einem Kopfschütteln rappelte ich mich auf und blickte in die Ferne. Plötzlich entdeckte ich am Bergrand einen kleinen Laden. Eine Cola wäre jetzt super. Es war 43 Minuten und 4 Sekunden her, seit ich meinen Wasservorrat aufgebraucht hatte. Für eine so bekannte Gegend war es hier ziemlich unwirtlich. Ich entdeckte keine Hinweise darauf, dass außer mir noch jemand hier war. Aber endlich hatte sich eine Erholungsmöglichkeit gefunden. Mir kam es vor, als hätte ich mich bisher am Strohhalme geklammert. Dieser Laden war meine letzte Hoffnung. Nein, nein, ein Strohhalm ist ein schrecklicher Vergleich. Er ist so trocken. Dann lieber Seetang. Ja, genau, Seetang. Ich lachte über meine eigenen unlustigen Ich musste immer noch den schattenlosen Hof überqueren, um zu meinem neu entdeckten Zufluchtsort zu gelangen. Ich hätte übrigens nicht gedacht, man an der Stelle, dass so viel Text ist, mit nur einem Bild. Ist ja eher ein Buch, was man vorliest mit Bildern. Aber auch schön. Besser als an Durst zu sterben, schätze ich. Ich entschloss mich, den Schatten zu verlassen. Aber die Kulisse ist schön. Man kommt irgendwie so, ja, man hat das Gefühl, man ist direkt irgendwie jetzt im Sommer da. Voll schön. 5 Minuten später. Ich bereute meine Entscheidung. Der kleine Laden hatte geschlossen. Es war Mittwoch. An den Arbeitstagen haben sogar die bekanntesten Touristenattraktionen nicht viele Besucher. Das muss der Grund sein, warum dieser Laden geschlossen hat. Leere Kisten, die einmal Erfrischungsgetränke beinhaltet hatten, waren über den Boden verstreut. Mit einem schiefen Lächeln richtete ich mich auf und sah mich um. Hinter dem Laden gab es ein kleines Wäldchen. Auf dem Berghang hinter dem Wäldchen konnte ich ein altes Kloster sehen. In der Nähe des Klosters stand ein Pavillon. Der Pavillon sah wunderschön aus. Jeder seiner 4 Ecken wurde von glockenförmigen Windspielen geschmückt, die laut und klar im Wind läuteten. Ich hielt es für das Beste, dort bis zum Sonnenuntergang zu warten. Ich schlug mich zum Pavillon durch. Ah, oh, voll schön, da wäre ich jetzt auch gern. Der Pavillon war viel größer, als es aus der Ferne den Anschein gehabt hatte. Das Innere war sehr geräumig. Er war auch viel sauberer, als ich gedacht hatte. Ich führte das auf die fehlenden Touristen zurück. Normalerweise wäre ich ein bisschen wählerischer bei der Wahl meiner Raststätte gewesen. Aber im Augenblick war ich viel zu müde, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich fand ein Plätzchen und setzte mich sofort hin. Ich starrte aus dem Pavillon heraus. Zum ersten Mal an diesem Tag war ich glücklich. Der späte Sommerhimmel trug ein schimmerndes Blau. Vogelschwärme flogen über meinem Kopf und verschwanden in Richtung der Berge. Wildblumen rahmten die Wanderpfade in prächtige Farben, während die Schmetterlinge zwischen ihnen umhertanzten. Ein Windstoß ließ die Baumwipfel wie Fähnchen im Wind flattern. Zwischen den Bäumen konnte ich ein paar alte Gebäude erkennen. Die Glockenspiele läuteten, ihr Klang hallte in den Bergen wieder. Ich schloss die Augen und atmete tief ein. Der Bach, die Erde und das vermodernde Laub verströmten erdige Gerüche. Zusammen mit flüchtigen Spuren meiner Erinnerung entführten sie mich in die Vergangenheit. Glückliche Tage, die ich mit geliebten Menschen und ihren tröstenden, warmen Worten verbracht hatte. Das alles hatte einen gewissen Liebreiz an sich. Eine Süße. Die Luft hatte sich mit etwas Süßlichem vermischt, ein Duft, der an diese vergangene Zeit erinnerte. Es waren Teile wiederkehrender Erinnerungen, Erinnerungen an das Ende des Sommers. Süß und berauschend, ein unwiderstehlicher Duft. Süße Duftblüten. Ich wollte meine Augen öffnen, aber der Geruch betörte mich, als verdeckten weiche, zarte Hände meine Augen. Sie spielten Verstecken mit mir. Ich hatte die Befürchtung, dass beim Entfernen dieser Hände auch der süße Duft verschwinden könnte. Oh nein! Ich versuchte, diesen eigenartigen Moment aufrechtzuerhalten, obwohl ich mir zunehmend meines kindischen Verhaltens bewusst wurde. Okay, sie sieht's noch ein. Hö? Und dann über mir immer schön die Errungenschaften, die da... War ich etwa bewusstlos? Bist du okay? Ist das ein Traum?
Ich hörte eine honigsüße Stimme und ein sanftes, wunderschönes Gesicht erschien vor mir. Der Geruch von süßen Duftblüten erfüllte die ganze Luft. Sie hat gerade einen Fuchsschwanz gehabt. Ah. Hä? Für eine Sekunde verschlug es mir beim Anblick dieses Mädchens die Sprache. Ist mit dir alles in Ordnung? Du siehst erschöpft aus. Oh, Mische. Ja, mir geht es gut. Jo, schwimmer? Brauchst du etwas zum Trinken? Fragte das junge Mädchen mich, während sie eine lila Thermoskanne hervorholte. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das Mädchen reichte mir eine Tasse Tee. Ich ergab mich dem süßen, frischen Geruch. Das ist sehr nett von dir, danke. Ich nahm die Tasse entgegen. Obwohl ich beinahe an Durst starb, in der Nähe dieses geheimnisvollen jungen Mädchens wollte ich Zurückhaltung üben. Die hellgrüne Flüssigkeit in der Tasse war von einer einladenden Klarheit. Wahrscheinlich grüner Tee? Ich spürte einen plötzlichen Ansturm von Kälte in meinem Gesicht. Anscheinend war das Eistee. Oh, grüner Eistee. Ich trank den Tee in kleinen Schlucken. Er hatte einen lieblichen Geschmack. Ein wunderbares Gefühl breitete sich in meinem Herzen aus. Der erfrischende Tee enthielt einen Hauch von Honig. Er passte hervorragend zu dem Wohlgeruch der süßen Duftblüten. Wie schmeckt dir mein Tee? Lecker, antwortete ich und trank den Tee schnell auf. Ich muss sagen, dieser eher gewöhnliche Tee hat einen ausgezeichneten Geschmack. Mein Lob brachte sie zum Lächeln. Ihr Lächeln war so hinreißend wie ihr Tee. Vielen Dank. Ich kam mir ein wenig seltsam vor, mich bei einem jüngeren Mädchen zu bedanken. Ist doch egal. Nun, es war mir ein Vergnügen. Ihre Manieren, ihr gesamtes Auftreten waren anmutig und bescheiden, ein Zeichen von Klasse. Sie schien zwischen 12 und 13 Jahren alt zu sein. Sie hatte einen gärtenschlanken Körper. Ihr Auftreten war elegant und kultiviert. Es war mir etwas peinlich, sie anzuschauen. Mein Name ist He Jia. Darf ich deinen Namen erfahren, Schwester? Vorsichtig reichte sie mir ihre Hand. Ich heiße Han Hui. Oder so. Ich nickte. Ihr Name ist He Jia, wiederholte ich in Gedanken. He Jia. Hey ja. Schwesterchen Hui. Mit ihrer süßen Stimme nannte sie mich Schwesterchen. Aus der Schnuckelig. He Jia schien recht erfreut und lachte. Es war lange her, seitdem ich ein jüngeres Mädchen Schwesterchen genannt hatte. Diese Überlegung gab mir ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit. Ich dachte an den süßen Tee, ihr süßes Lächeln und ihre süße Stimme. Ja, es kommen nur wenige Leute in diese Gegend. Es ist gefährlich hier. Du musst aufpassen, sonst wirst du ausgeraubt. Das ist ja furchtbar, aber trotzdem danke. Ich werde in diesem Pavillon übernachten. Hast du dich verlaufen? Verlaufen? Nein. Nur Leute mit einem Ziel können sich verlaufen. Ich streune mehr oder weniger ziellos umher. Wirklich? Das Mädchen neigte den Kopf und schaute mich an. Sie glaubte mir nicht. Ihr neugieriger Gesichtsausdruck ließ mich lächeln. So süß. Als sie mein Lächeln bemerkte, lächelte sie verlegen zurück. Und dann habe ich mich verlaufen. Nun ja, hier gibt es nicht viel zu sehen. Nur wenige Touristen kommen hierher. Als Kind war ich hier oft mit meiner Familie picknicken. Ich wollte nur einen vertrauten Ort besuchen. Ich erzählte Fremden nur selten von meinen persönlichen Angelegenheiten. Bei Hiya war das anders. Ich bin mit Aussagen über mein Privatleben sehr zurückhaltend. In Hiyas Gesicht spielte sich eine Veränderung ab. Nachdenklich verengte sie ihre großen Augen. Du hast dein Ausflugsziel also noch nicht gefunden? Nun, ich bin seit 5 oder 6 Jahren nicht hier gewesen. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Ja, nickte und lächelte wieder. Ha-hui-jie-jie,
kommt einfach ein Mädel und nennt ein Schwesterchen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht komisch finden würde. Also dann, Schwesterchen Hui, wenn es dir nichts ausmacht, erlaube mich, dich dorthin zu führen. Hallo. Dorthin zu führen? Ja, hat ein Funkeln in ihren Augen. Ja. Die Schwester sucht nach einem Ort, der voll mit ihren Erinnerungen ist. Ich verspreche, dass ich dich dorthin führen werde. Lass uns den Platz aus deiner Erinnerung finden. Also, ich bin dir ja sehr dankbar für dein Angebot, aber bitte vergiss es wieder. Ich habe wirklich keine Idee, wo die Stelle sein könnte. Keine Sorge, überlass das mir. Ich bin hier aufgewachsen und kenne jeden Winkel. Woo! Mit diesen Worten streckte Hivia ihre Hand aus. Und das stört dich wirklich nicht? Aber nein, du kannst mich gerne alles fragen, was du über diese Gegend wissen möchtest. Na, also, vorsichtig nahm ich Hivias schlanke Hand und stand auf. Ich war der Verlockung ihres ganzen Wesens erlegen. Na, Dailu, kann ich bitte dich? Hichia. Könntest du bitte vorangehen? Sicher. Los geht's. Und wenn das doch ein Traum war, ich hatte mich in den Bergen verlaufen, war beinahe an Durst und Erschöpfung gestorben. Und dieses Mädchen rettete mich. Jetzt führte sie mich an das Ziel meiner Reise. War das eine Belohnung der Götter? Ich konnte mich nicht entsinnen, jemanden in letzter Zeit einen besonderen Gefallen getan zu haben. Aber das kümmerte mich jetzt nicht. Wir begaben uns auf die Suche. Das Mädchen sprang und wirbelte herum. So flink und elegant wie ein Tier des Waldes. Manchmal drehte sie sich um, um sicherzugehen, dass ich ihr noch folgte, sprach ein paar Worte und setzte dann ihren Weg fort. Also, Schwesterchen, bist du ein Universitätsstudent? Ja, im ersten Semester. Hier drehte sich um und begann rückwärts zu gehen. Es hört sich echt toll an. Ich werde bestimmt nie die Universität besuchen können. Ist die Universität interessant? Ja. Es gibt viele Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann. Und es gibt sehr viel weniger Hausaufgaben. Und manchmal haben wir auch Vorlesungen. Yia zuckte mit den Schultern. Sie schien mich nicht zu verstehen. Die Universität ist ganz anders als das Gymnasium. Man darf sich seine Fächer aussuchen. Bei kluger Planung hat man so eine Menge Freizeit. Ah, jetzt verstehe ich. Yia nickte zufrieden. Diesmal schien sie zu verstehen. Und du? Hast du Sommerferien? Ich war mir nicht ganz sicher, aber Yia erschien eine Schuluniform zu tragen. Hehe, ich hätte heute Unterricht gehabt, aber ich schwänze. Wo ist der Fehler? Du schwänzt? Ich... Das habe ich noch nie probiert. Naja, eigentlich gibt es keine Anwesenheitspflicht. Meine Noten sind ganz gut, also habe ich beschlossen, heute meine Pause einzulegen. Ach ja, warum ist es hier eigentlich in Deutschland nicht so? Klingt ja super. Ich will auch auf deine Schule gehen. Das ist eine nette Schule, nicht wahr? Yia sprach weiter, während sie sich umdrehte und weiterging und die Treppe rücklings runterstürzte, weil sie immer noch rückwärts ging. Mir fiel ein, dass sie erwähnt hatte, hier in der Gegend zu wohnen. Das Stadtzentrum ist eine wohlhabende Gegend. Der purpurne Berg liegt nicht weit davon entfernt. Kann man jetzt raufklicken? Oh, und dann öffnet sich jetzt Google gleich, oder? Weiß ich nicht, was da kommt. Wahrscheinlich irgendwas im Hintergrund. Sie sagt, sie selbst entscheide darüber, ob sie zur Schule geht, ob sie aus einer wohlhabenden Familie stammt. Boah, nicht, dass jetzt hier Fraps gleich abstürzt. Während ich darüber nachgrübelte... Fraps? Ich nehme gar nicht mit Fraps auf. Während ich darüber nachgrübelte, warf ich ihr einen verstohlenen Blick zu. Ein lila Kleid schmiegte sich eng an ihr Porzellanhaut. Ihr Haar hatte sich seitlich mit einem orangefarbenen Haarband zusammengebunden, Ausdruck kindlicher Unschuld. Hey, was ist los?
Schüchtern nahm ich Blickkontakt zu ihr auf. Also, nichts. Ich überlege nur, wie weit wir noch gehen müssen. Wir sind fast da. Der Ort, von dem du gesprochen hast, ist am Ende dieses Weges. Er ist von Statuen umgeben. Wirklich? Wie weit ist es noch? Wir müssen nur noch durch dieses Wäldchen. Langsam wurde ich aufgeregt, wie ein Kind, das zu einem Ort voller verlorener Erinnerungen zurückkehrt. Der Wald lichtete sich, der Weg wurde zunehmend durch Steinplatten ersetzt. Ich ging schneller. Ich schenkte meiner Müdigkeit keine Beachtung. Das Versprechen großer Erinnerungen lag vor mir. Und irgendwas hat sich wahrscheinlich im Hintergrund geöffnet als Information über den... was war das eigentlich? Berg? Wir erreichten eine beeindruckende Steinstraße, die von Statuen und Bäumen gesäumt wurde. Uralte mythische Wesen bewachten die Grabstätte eines Königs und meine Erinnerung. Gesucht und gefunden, wir sind da. Schon wieder geguckt, ob die Boxen an sind. Ich konnte meine Aufregung kaum noch zurückhalten, mein Herz sprang vor Freude. Alles war noch genau so, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Steinstraße, die ich mit meiner Familie entlang gegangen war, die Statue, auf die mein Papa mich gesetzt hatte und der historische Wegweiser, den meine Mutter mir vorgelesen hatte. Das ist ja alles gut jetzt. Als ich den Weg entlang ging, berührte ich jede Statue mit meiner Hand, als ob ich ihnen mitteilen wollte, dass ich zurückgekommen war. Ich bin wieder da. Ich hatte diese Worte endlich ausgesprochen. Achso. Bisschen blöd betont jetzt. Willkommen zurück. Vielleicht kennt sie ja das Fuchsmädel tatsächlich von früher irgendwie. So als Schwester oder so, aus ihren Erinnerungen aber verdrängt. Anstelle der Statuen antwortete Jia, sie verbarg ihre Hände hinter ihrem Rücken und lehnte sich stolz lächelnd nach vorne. Sie nahm die Stellung eines Hundewelpens ein, das auf sein Leckerli wartet. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ich streckte meine Hand aus und streichelte Jias Kopf. Ehrlich gesagt ist es für mich keine Gewohnheit, Fremdmädchen über den Kopf zu streicheln. Aber ich konnte mich nicht beherrschen, sie war einfach zu süß. Entschuldigung, magst du das nicht? Nein! Also, nein! Sie nickte mit ihrem kleinen Kopf und kam näher. Sie mag das. Dieser Platz hat sich in all den Jahren sehr verändert. Ich hatte ihn nicht so sauber in Erinnerung. Damals waren die Statuen nicht eingezäunt, der Pfad nicht so aufgeräumt. Was? Aufgezäumt, aufgeräumt? Das Wichtigste in meiner Erinnerung waren die goldbraunen Farben. Waren wir im Herbst hier gewesen? Es ist ja alles so gepflegt hier. Ja, immerhin ist diese Anlage Weltkulturerbe. Weltkulturerbe? So was gibt's? Ah, jetzt können wir hier wieder drauf drücken. Mach ich aber nicht. Dies ist der Pfad zum Ming Xiaoling Mausoleum, der heilige Weg zu Kaiser Hongwus Grab. Ich wusste nichts davon, obwohl ich hier geboren bin. Vom Eingang aus kann man den Löwen Xiezi sehen, das Kamel, den Elefanten Uilin und die Pferdestatuen. Wer ist Xiezi? Das ist der mit dem einzelnen Horn. Wow. Unsere kleine Jia ist echt gebildet. Hihihi, nun ja, Xiezi und ich sind sehr gute Freunde. Er ist schon wie ein Bruder mit seiner Brille und seinen langen Haaren. Was? Nichts, vergiss es einfach. Wie auch immer, jetzt ist es eine weltberühmte Sehenswürdigkeit. Cool, oder? Sie sprach ein wenig selbstgefällig, wie jemand, der Gäste zum ersten Mal in sein Haus einlädt. Ich wollte sie ein wenig ärgern. Weltberühmt? Ohne einen einzigen Besucher? Ja, das ist nur, weil es heute so heiß ist. Hey, hier fiel auf die Schnelle keine bessere Antwort ein. Sie wurde etwas nervös. Hier sind keine Touristen und keine Geschäfte, die geöffnet haben. Ich wäre fast verdurstet.
Reihe回去. Was erzählt ihr uns denn da für einen Schnack? Der Grund ist, ein Baby wurde gerade in Tante Wongs Familie geboren und sie kehrte zurück nach... Es war lustig, sie so nervös zu erleben. Wir haben heute also die ganze Gegend für uns? Ja! Jias Augen leuchteten vor Aufregung. Sie schien froh darüber zu sein. Super, das wird bestimmt sehr interessant werden. Du bist wirklich interessant. Nachdem ich das gesagt hatte, streichelte ich erneut ihren Kopf. Sie mochte es wirklich nicht. Das Grab des Kaisers, seit hunderten von Jahren unberührt, diente als Hintergrund für diese entzückende Szene. Ich war glücklich, diesen Ausflug gemacht zu haben. Kia, bitte! Schnell speichern, erfolgreich! Danke, das ist lieb von dir. Als ich das Stilaus entgegennahm, wurde ich ein bisschen verlegen. Das macht nichts, wenn ich eins kaufe, bekomme ich ein zweites umsonst. Hier biss etwas vom Eis in ihrer Hand ab. Wie ein Kätzchen. Kaufst du eins? Gibt es eins umsonst? Es ist ein Sonderangebot für mich. Ich sah mir die Preisliste an. Das Eis kostet hier fast doppelt so viel wie sonst. Nach unserem Besuch bei den Statuen hatte Jia Durst bekommen. Sie wollte mich zu einem ganz besonderen Geschäft führen. Als Ergebnis saßen wir nun neben einem kaputten Karren am Straßenrand und genossen unser Eis am Stiel. Dieses sogenannte besondere Geschäft, gehörte dieser Ort wirklich zum Weltkulturerbe? Das Eis schmeckte gut, aber diese Marke hatte ich seit Jahren nirgends mehr gesehen. Ist diese Eismarke bereits so alt, dass sie ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört? Aber schöne Bilder. Aber hier schien meine Bemerkung nicht zu beeindrucken. Sie lutschte fröhlich weiter an ihrem Eis. Nanu, deine Art zu essen, was soll sie denn sonst machen? Rein beißen? Ich schaute sie an und musste lachen. Schwesterchen, weißt du das nicht? Sie erschien sehr überrascht, das Eis war noch immer in ihrem Mund. Dieses Stela schmeckt viel süßer, wenn du besonders stark daran lutscht. Sie schien es ernst zu meinen und wartete auf meine Bestätigung. Jungli. Stark lutschen? Ja! Sie demonstrierte noch einmal ihre Fähigkeiten. Und demonstriert auch noch mal, wie du dein Eis lutscht. Sie ist echt faszinierend. Lass mich. Ich versuchte es auch so zu machen. Das Eis schmeckte wirklich süßer, genau wie sie gesagt hatte. Schmeckt toll. Fantastisch, oder? Sie schien sehr stolz zu sein und fuhr fort, an ihrem Eis zu lecken. Wieder sah sie wie ein Kätzchen aus. Gleich könnte es nicht mehr so toll schmecken. Ja, next 10. Ich zeigte auf die Eisspitze, die bereits angefangen hatte zu schmelzen. Ja, könnt ihr eure Eisleckerei jetzt mal beenden? Macht nichts, ich esse alles auf. Ja, ihr esst Eis. Sie nahm ein bisschen von der Spitze. Sofort brachte die überwältigende Kälte sie dazu, die Backen aufzublasen und mit den Füßen aufzustampfen. Bist du in Ordnung? Es ist so kalt. Du solltest vorsichtiger sein. Mann, ey, kannst nicht mal ein Eis essen. Wo gehst du an diesem Nachmittag hin, Schwesterchen? Was geht dich das an? Spielt das eine Rolle? Klar, ich habe gesagt, dass ich dich den ganzen Tag herumführen werde und ich rede jetzt einfach über den chinesischen Text hinweg. Naja, dann danke. Ich dachte eine Weile nach und war einverstanden. Ich erinnere mich, dass es ein Ort in den Wäldern ist, mit Wasser. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Fluss oder ein See ist. Okay. Klein Jias Gesichtsausdruck verriet ihre Frustration. Meine Beschreibung war zu ungenau. Ja. Ist meine Beschreibung zu ungenau? Hier gibt es ja viele solcher Orte. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Idee, wo das sein könnte. Eine Idee. Sieht mir nicht so aus. Mann, du siehst überhaupt nicht so aus, als ob du nachdenkst. Sie zögerte. Ich kenne den Ort wirklich. Also, sollen wir dann? Los, hier lang. Okay. Nee. Wahrscheinlich doch hier lang. Hier entlang?
Es sollte in dieser Richtung liegen. In welche Richtung denn nun? Wir liefen im Kreis. Toll, toll. Jetzt habe ich's. Hier lang. Los. Warte. Ja, wir singen uns jetzt einfach in das Ende des ersten Parts von Shangui. Und es ist irgendwie eigen, das Spiel. Aber irgendwie finde ich es auch lustig, mal sowas zu spielen. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu kritisch mit diesem Spiel. Nehmt es einfach als lustige Alternative am Wochenende. Entspannt euch und genießt das Lalala und die lustigen zwei chinesischen Schwestern. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und danke fürs Zuschauen.